dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Rein in die Rückrunde mit dem Duell zweier Bundesliga-Gründungsmitglieder. Münster gegen die Löwen von 1860. Die Gastgeber mit viel Euphorie. 4 Monate waren sie ohne Sieg. Vergangenen Freitag dann endlich das 2-0 gegen Magdeburg. Und die breite Brust, die ist zu sehen und zu spüren. Schnellbacher, 14. Minute. Erste Gelegenheit für die Preußen. Er heute in der Anfangself für den angeschlagenen Heinz Mörschel. Es ist alles in allem ein niveauarmes Spiel. Seine Mannschaft, die Löwen, mit 3 Tagen weniger Regenerationszeit. Sie brauchen Anlaufzeit. Wir sind schon kurz vor der Pause. Wieder Schnellbacher. Einer von wenigen wirklich interessanten Torraumszenen in diesem Spiel. Alles in allem wirklich sehr, sehr dürftig, was beide Mannschaften hier liefern. Und er hat eine Aufgabe in diesen Tagen. Will vor Weihnachten einen neuen Cheftrainer präsentieren. Das ist eine sportliche Aufgabe. Wahrscheinlich wird es erst im neuen Jahr soweit sein. 65. Minute. Mölders, die Löwen mal im Münsteraner Strafraum. Und Sascha Mölders, der im Sommer aufhören will, er sticht. Niemand mit der Flanke nach Einwurf. Und Mölders steht genau da, wo ein Stürmer stehen muss. 9. Saisontor für Sascha Mölders. Führung für die Löwen. Von Münster wenig zu sehen. Und dann dieser Zweikampf. Kitzner gegen den eingewechselten Gebhardt. Der hatte schon gelb, fängt sich dann die gelb-rote Karte. Harte Entscheidung. Der Ellenbogen touchiert Gebhardts Gesicht. Und das ist dann insgesamt der 3. Platzverweis im 3. Spiel nacheinander für Preußen Münster. Und in Unterzahl wird es richtig schwer. Sie werfen alles nochmal nach vorne. München mit wirklich fahriger Ausbeute der Kontergelegenheiten hier über Owusu. Trotzdem, sie entführen 3 Punkte von der Hammerstraße in Münster. Ja, wir freuen uns natürlich riesig. Wir haben jetzt 29 Punkte. Ja, super. So kann das ja jetzt aufhören. Eigentlich schade, weil wir jetzt seit 7 Spielen umgeschlagen sind. Aber jetzt müssen wir mal die Akkus wieder aufladen im Urlaub und dann geht's weiter. Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt, aus den Möglichkeiten, die wir hatten, dann ein Tor zu machen. Unmittelbar nach der Halbzeit sind wir ein bisschen defensiver geworden. Ich hatte da nicht so die Möglichkeiten umzustellen, weil der ein oder andere Spieler angedeutet hat, dass er Verletzungsprobleme hat. Da mussten wir uns ein bisschen zurückhalten. Da konnten wir nicht so drauf reagieren. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass wir es einigermaßen im Griff haben. Dann kommt das Tor. Ja gut, dann haben wir nochmal alles auf eine Karte gesetzt, umgestellt, offensiver geworden, aber hat halt nicht mehr gereicht. Eine absolut harte Aufgabe für Preußen Münster in den 18 Spielen der Rückrunde. Die 10. Drittligasaison in Serie. Preußen braucht ein Wunder dafür. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.